Max Verstappen klaut Lewis Hamilton 2 Zehntel. Gestern haben wir hier gesessen, also wir haben gesessen, ihr habt uns nicht gesehen, weil da haben wir es nur auf Audio gemacht, aber wir gingen davon aus, Lewis Hamilton sichert sich die Pole Position, alles geht seinen Weg und dieses Jahr ist alles anders. Zum ersten Mal ist kein Mercedes auf Platz 1 in Austin. Boah, was eine Leistung, Christian. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass sie ihnen so viel abnehmen, das war schon eine gute Leistung von Max Verstappen und Red Bull heute. Ja, ich habe auch bis zum Schluss geglaubt eigentlich, dass Mercedes so ein bisschen was zurückhält an Performance, genau wie Ralf Schumacher, genau wie Alexander Wurz, die Experten bei Sky und im ORF. Aber was soll man sagen, wir haben uns getäuscht, aber die große Überraschung, Kevin, und über die reden wir heute natürlich auch noch, Sergio Perez, der wirklich sehr nahe dran war an der Pole Position, der es knapp verloren hat im letzten Sektor, da gehen wir ein bisschen drauf ein und haben natürlich noch ein paar andere Themen. Wir erzählen euch, wer hat denn jetzt alles eine Gridstrafe und wer von den Bestraften steht wo, weil das ist, glaube ich, nicht allen sonnenklar. Wir gehen ein bisschen ein auf Sebastian Vettel und Ralf Schumacher im Qualifying, schauen natürlich auf Fernando Alonso, denn der hat heute auch ein ungewöhnliches Qualifying erlebt, das erklären wir euch, und natürlich der Kampf um die Pole Position und schauen auch noch so ein bisschen auf das Duell Ferrari gegen McLaren, denn das ist heute für mich auch überraschend ausgegangen. Wir begrüßen euch alle, die ihr jetzt um diese Zeit mit dabei seid, weil ihr seid wirklich die Hardcore-Fans unseres Formats und es freut uns so unheimlich, dass ihr nachts um 3, 20 Uhr Ortszeit in Austin mit uns euch die Nacht um die Ohren schlagt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr im Chat auch aktiv dabei seid. Da freue ich mich sehr und freuen wir uns drüber. Und wir starten mit dem Ergebnis. In Q1 hat Lance Stroll Nicolas Latifi, Kimi Räikkönen, Mick Schumacher und Nikita Mazepin erwischt. Über Mick werden wir natürlich sprechen. Für Kimi Räikkönen war es auch ein sehr, sehr enttäuschendes Qualifying. Heute tut sich auch schon das ganze Wochenende irgendwie schwer. Also es ist Endzeitstimmung bei ihm. In Q2 haben es nicht geschafft. Esteban Ocon, Sebastian Vettel auf 12. Aber da ist ja eh klar, der wird von hinten starten. Aber trotzdem hat er nochmal einiges zeigen können, fand sein Interview ganz interessant, können wir gleich auch drüber sprechen. Giovinazzi auf 13, sah eigentlich ganz gut aus für ihn, hat es dann irgendwie nicht über die Zeit bringen können. Fernando Alonso auf 14, auch er, Christian hat es ja gerade schon angedeutet, heute eine ganz interessante Rolle gespielt. Und George Russell auf 15, dem wurde die letzte Runde gestrichen und deswegen ist er dann eben nur auf Platz 15, wird aber auch von hinten starten, gar kein Problem. Und dann Q3. Yuki Tsunoda auf 10, der Doktor war sehr erfreut über die Leistung des Japaners, Pierre Gasly auf 9. Sowieso muss man sagen, Pärchenbildung bis hoch zu Platz 4, also Gasly und Tsunoda auf 9 und 10, Ricciardo vor Norris auf Platz 7 und 8, Leclerc vor Sainz auf Platz 5 und 6, dann haben wir Perez und Bottas auf 3 und 4 und Verstappen und Hamilton auf 1 und 2 und natürlich wissen wir, Christian, Austin 2015, WM-Kampf, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, die beiden nebeneinander gestartet, Kurve 1. Morgen wird es spannend, ich sag's euch. Ja, aber lass mich auch, Kevin, erst noch anlässlich der späten Stunde. Erstens, wir haben Fan aus Granada, haben wir gerade schon gelesen, und schöne Grüße nach Kärnten an meine Landsleute. In Anlehnung an ein österreichisches Comedy-Format, die hier sind, holt eure Nachbarn raus, es gibt was zu sehen, ja. Also wäre doch gelacht, wenn wir nicht die 100 Zuschauer knacken. Ich merke gerade, das haben wir auch schon. Sehr schön, also wir freuen uns drüber. Und wenn euch das Format gefällt, dann gern auch Abo hinterlassen. Kevin, wo wollen wir anfangen? Gridstrafen fürs Rennen, habe ich gesagt, gibt es ein bisschen was zu klären. Denn gestern waren gestern schon alle drei Mercedes-Strafen bekannt, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall kam heute noch eine ein bisschen später dazu, nämlich Fernando Alonso, der hat auch komplette Power Unit, das wirklich alles ausgetauscht, muss um, also Back of Grid, ganz hinten, um 5 Plätze muss zurück Valtteri Bottas, das war schon bekannt, und Vettel und Russell auch Back of Grid. Da hat also dann entschieden, und das ist das, was ich erklären wollte, weil es, glaube ich, nicht jedem ganz klar war, nicht der Zeitpunkt des Einreichens der Strafe, sondern bei Back of Grid, bei den Dreien, hat untereinander dann für die Startaufstellung entschieden, wer war denn der Schnellere im Qualifying. Das war tatsächlich Sebastian Vettel vor Fernando Alonso und George Russell. Aber zu Alonso und Vettel kommen wir ein bisschen später noch, deswegen nehme ich das nicht zu sehr vorweg.
Ja, ich sehe, wir haben Zuschauer aus Kärnten dabei, Leute, die gerade von der Party kommen. Also heute ist wirklich alles dabei, finde ich cool. Und wirklich ein schöner Kommentar war da schon, und das habe ich ja schon angedeutet, von Scuferia: Wer hätte nach FP1 auf dieses Ergebnis gesetzt? Diese Saison ist nicht vorherzusehen. Es ist absolut irre, was da passiert. Und wir kommen jetzt mal zu den deutschen Fahrern zu Beginn. Ein kurzer Einschub, Kevin. Ich kenne einen, der auf dieses Ergebnis gewettet hat, nämlich Jakob Klein. Auch einer unserer Stammzuschauer. Der hat tatsächlich zwischendurch schon gemeint, so die Red Bulls, die hat keiner auf dem Schirm, aber werdet sehen. Also Jakob hat richtig gelegen. Hat er dich angerufen oder was? Nee. Grüße an Jakob. Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Christian ist das erste Thema. Vettel auf 12. Ist mehr gefahren, als ich persönlich dachte. Und ich habe es schon angedeutet, er war bei Sky im Interview auch ja relativ zufrieden mit dem, was er da gemacht hat. Also möglichst schnell fahren, ohne viel zu riskieren. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Platz 12 am Ende. Gut, er startet von hinten. Aber erneut ein gutes Zeichen auch, weil ja sein Teamkollege Lance Stroll die gute Leistung von gestern überhaupt nicht ja heute umsetzen konnte. Also irgendwie ganz komisch, aber auch gut für Vettel. Genau, Vettel ist, glaube ich, mit dem Ziel in dieses Qualifying gegangen, einfach das Maximale für ihn rauszuholen. Das war sozusagen die Pole der Back-of-Grid-Leute. Und als er dann Russell und Alonso geschlagen hatte, mit möglichst minimalem Aufwand, war für ihn die Mission eigentlich erledigt. Also es war gar nicht entscheidend, kommt er jetzt noch ins Q3 weiter. Eine Ironie der Geschichte ist so ein bisschen, dass Vettel sich ja darauf konzentriert hat, vor den beiden sich einen Startplatz zu sichern. Dadurch Lance Stroll ausgerechnet den eigenen Teamkollegen ironischerweise im Q1 rausgekickt hat. Bei Stroll war es ein bisschen unglücklich, denn der hat nach dem Qualifying erzählt, das konnte zumindest ich im TV gar nicht sehen, dass auf seiner letzten Q1-Runde Giovinazzi sich vor ihm gedreht hat und wegen der doppelt gelben Flaggen seine Runde schlecht war, beziehungsweise doppelt gelb haben wir ja schon besprochen, im Donnerstags-Livestream, glaube ich, war es, wird ja die Runde auch tatsächlich gestrichen. Also er hätte sich gar nicht verbessern dürfen, weil die hätte man ihm einfach aberkannt. Bisschen unglücklich aus Aston Martin Sicht, aber bei Vettel ist im Rahmen dessen, was man erwarten konnte, alles eigentlich ganz gut gelaufen. Nichtsdestotrotz, wir haben, und auch das haben wir schon besprochen, Kevin, ich glaube am Mittwoch im Starting Grid Podcast, den ihr euch natürlich auch jederzeit gerne anhören könnt, dass Aston Martin irgendwie ganz häufig so Funken von Performance zeigt an den Wochenenden, und das war auch dieses Mal wieder häufiger mal in den freien Trainings der Fall, aber irgendwie bringen sie es dann in den entscheidenden Momenten häufig nicht auf die Kette. Es hat meistens irgendwelche unglücklichen Umstände, so wie bei Lance Stroll heute. So, und an dieser Stelle ist unser Livestream in der Nacht gerissen. Unser Regisseur Daniel hat jetzt keinen PC mehr. Der hat nämlich den Geist aufgegeben. Es tut uns wirklich sehr leid. Also das war nicht geplant, aber wir machen jetzt das Beste draus. Wir machen jetzt weiter, und zwar bleiben wir in der Audioform und kommen zu Sebastian Vettel. Christian, ich würde nämlich gerne wissen, was ist für den jetzt noch drin? Das ist eine sehr gute Frage, Kevin, die ich wirklich nicht so leicht beantworten kann. Die große Frage ist ja erstmal, was macht er mit der Strategie? Da haben wir heute ganz unterschiedliche Aussagen gehört. Günther Steiner, der hat gemeint, also der Teamchef von Haas, dass er nicht oder für eher nicht realistisch hält, mit einem Stopp durchzufahren. Toto Wolff hat sogar gesagt, er kann sich sogar vorstellen, dass es mit zwei einigermaßen eng wird. Sebastian Vettel hat es nicht direkt ausgesprochen, aber auf mich so ein bisschen gewirkt, als könne er sich vorstellen, sehr wohl es mit einem Stopp nur zu probieren. Davon wird natürlich sehr, sehr viel abhängen. Überholen ist kein Selbstläufer in Austin, aber durchaus möglich. Das Auto ist in der Theorie schnell, aber sie haben es noch nicht ausschöpfen können. Also ich würde mal so sagen, ich bin jetzt nicht übertrieben optimistisch für Sebastian Vettel. Es muss auf jeden Fall noch nach vorne gehen, aber wenn er in die Punkte fährt, würde ich meinen, das wäre schon ein kleiner Erfolg. Je nachdem, was natürlich passiert. Also wenn sich vorne ein paar abräumen, ja, dann sieht es wieder anders aus. Aber beim normalen Rennverlauf muss er sich, glaube ich, schon einigermaßen strecken. Denn da sind einige Autos vor ihm, die auch nicht so leicht zu überholen werden. Ja, geht ja direkt mal am Start mit Fernando Alonso los, ne? Das ist schon, es wird schon eine harte Nummer für Sebastian Vettel. Ich bin sehr darauf gespannt, welche Strategie er wählen wird, was möglich ist mit den Reifen. Wobei Alonso ja hinter ihm steht. Aber ja, aber der Starter kann natürlich gut sein, dass er den vor sich hat dann, ja. Ja, und was er für eine Strategie wählt, das wird allgemein bei allen spannend, weil keiner kann so wirklich einschätzen, wie lange die Reifen wirklich halten. Also es gibt teilweise schon Gerüchte, dass es vielleicht ein 3-Stop-Rennen werden kann. Also da bin ich extrem gespannt drauf. Auch was Mick Schumacher leisten kann im Haas.
Ich habe gerade, als der Livestream noch lief, einen Kommentar gelesen, ich glaube von X Anthony X. Wenn Mick den derzeitigen Ferrari-Motor drin hätte, wäre er in Q2 gefahren. Ist das eine veritable Option? Also wenn Ferrari da auch mal ein Update reinschmeißen würde, dass er im Haas zumindest ein bisschen weiter vorne fahren kann? Mir fällt so unglaublich schwer, Kevin, irgendwas zu Mick zu sagen, weil es irgendwie jedes Wochenende das Gleiche ist. Ich habe das Gefühl gehabt, Ralf Schumacher ging es ähnlich bei Sky. Es geht halt einfach nichts mit dem Auto. Das muss man einsehen. Das ist das langsamste Auto im Feld. Er hat Mazepin geschlagen, letztendlich relativ knapp um 3/10. Da war er den Rest des Wochenendes eigentlich immer deutlicher voran. Aber letztendlich trotzdem wieder 3/10, 15:2, damit schon im Qualifying-Duell auf die gesamte Saison. Also sein Job ist erledigt. Aber nach vorn, ich sehe nicht Land gegen irgendjemanden, um ehrlich zu sein. Am nächsten dran war er ja noch an Kimi Räikkönen, da haben 2/10 gefehlt. Aber Kimi Räikkönen meinte, dass keine seiner Runden irgendwie frei war. Einmal, glaube ich, hat er gesagt, gelbe Flaggen, dann einen Fehler gemacht. Also bei dem ist eigentlich das Qualifying völlig verkorkst gelaufen und trotzdem haben 2/10 gefehlt. Also ich sehe kein Potenzial nach vorn bei Mick Schumacher, um ehrlich zu sein. Das, was so ein bisschen hängen bleibt von diesem Wochenende bisher zumindest, ist die Situation mit Sergio Perez im freien Training, in der er sich sehr ungeschickt angestellt hat am Freitag. Heute hat es wieder ein bisschen ausgemerzt mit einem sehr guten Qualifying, aber es ist halt leider immer ganz hinten. Warum ist es so schwer für Haas, die Hinterreifen ins Fenster zu bekommen? Also die scheinen ja immer noch extreme Probleme zu haben mit überhitzenden Hinterreifen. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Das ist eine kurze Antwort und unbefriedigend, aber ich weiß es nicht. Da haben wir keine, also ich habe keine Aufklärung dafür. Platz 16 für Mick Schumacher dann jetzt in der Startaufstellung, aber der Weg wird wahrscheinlich schnell für ihn und Nikita Mazepin nach hinten führen, ne? Bei dem, was da so hinter ihnen steht. Ja, ziemlich sicher. Also selbst George Russell, der vermeintlich im Williams im schlechteren der drei Autos ist, also Aston Martin, Alpine und Williams, die da mit Strafen daherkommen. Aber selbst bei Williams haben sie gesagt, da war ich noch in der Media Session über Zoom mit Dave Robson zugeschaltet. Also die sind relativ optimistisch, dass das Auto aus eigener Kraft, wenn man ein normales Qualifying gefahren wäre, heute irgendwo in der Region 8. bis 10. Platz gestanden wäre. Also auch George Russell ist klar schneller vermutlich als die Haas. Also ich glaube, das Thema wird sich sehr schnell erledigt haben und dann wird es halt wieder ein Rennen gegen Mazepin voraussichtlich. Kommen wir zu Fernando Alonso, Christian. Der hatte auch ein sehr interessantes Qualifying, allgemein Alpine. Ich glaube nicht da, wo sie sich vielleicht selber so ein bisschen gesehen haben. Also da hat sich das von gestern bestätigt. Die sind nicht quasi den konträren Weg zu McLaren gegangen, sondern haben halt Probleme gehabt und Fernando Alonso musste heute Teamplayer spielen für Alpine. Auch nicht so das gewesen, was er sich, glaube ich, vorgestellt hat, ne? Zuerst haben wir uns ein bisschen gewundert, warum der da überhaupt rumfährt in Q2 und warum er vor allem mit relativ wenig konkurrenzfähigen Zeiten da rumgondelt. Und am Boxenfunk, den habe ich im ersten Moment nicht ganz richtig verstanden gehabt, dachte ich auch, der wirkt ja auch noch super happy dabei. Also es war ein bisschen eigenartig. Was er natürlich gemacht hat, war dann zu versuchen, Esteban Ocon zu ziehen. Denn Ocon hat den Plan verfolgt, mit den Mediums ins Q3 zu kommen. Ein Plan, den wahrscheinlich alle hatten. Aber Yuki Tsunoda zum Beispiel ist ja auf Soft auf Platz 10 reingefahren. Bei Alpine hat man gesagt, nee, okay, wir probieren das mit dem Medium. Und weil Alonso sowieso die Strafe hatte, setzen wir ihn einfach ein als einer, der Ocon sozusagen reinziehen soll. Das hat er ganz gut gemacht. Das hat prinzipiell auch funktioniert. Aber letztendlich haben Ocon dann doch, muss ich kurz in der Liste nachschauen, Kevin, wie viel hat ihm gefehlt auf Tsunoda? Es waren 2,5 Zehntel, also doch nicht allzu knapp. Das Fazit beider Alpine-Fahrer, was die sportliche Performance an diesem Wochenende angeht, war dann relativ ernüchternd. Fernando Alonso hat gesagt, das Schlimmste für uns ist, dass wir an diesem Wochenende einfach nicht schnell genug sind. Auf jeder anderen Strecke schienen wir zuletzt konkurrenzfähig zu sein. Das müssen wir jetzt erst einmal verstehen. Und das ist auch noch ganz interessant, nämlich sagt er weiter, wir haben den Motor auch genau aus dem Grund gewechselt, weil wir sowieso nicht konkurrenzfähig waren. Die Zuverlässigkeit, die ist aber immer noch gut, da hatten wir keine Probleme. Heißt, Alpine hat ohnehin keine großen Chancen gesehen, hier irgendwelche Bäume auszureißen. Also hat man gesagt, passt, dieses Wochenende, da machen wir aus der Not eine Tugend und setzen wir uns wenigstens gleich einen neuen Motor rein, damit wir ein bisschen mehr Luft haben bei den letzten 5 Saisonrennen dann. Ja, mal schauen, was Esteban Ocon, also auf den setzt Alpine dann wahrscheinlich ein bisschen mehr. Der ist ja auf Platz 11 und geht von Platz 11 ins Rennen und hofft natürlich dann noch in die Punkte zu fahren.
aber. Genau, kleines Detail noch, Entschuldigung, wenn ich dir noch reingrätsche, aber nicht, dass du mir schon zum nächsten Thema enteilst. Alonso musste auch ein bisschen aufpassen, hat er auch selbst erwähnt, dass er nicht quasi irrtümlich mit dem Softreifen ins Q3 reinfährt, weil dann hätte er natürlich das Problem gehabt, dass er zwar ganz hinten steht, aber als einer der Top 10 Qualifier auf den Softreifen gebunden ist. Denn auch wenn du nicht in den Top 10 der Startaufstellung stehst, sondern nur reingefahren bist und mit einer Strafe zurück musst, bist du trotzdem an deine Reifenentscheidung gebunden. Deswegen war das auch ganz wichtig, dass er nicht in Q3 reinfährt. Stimmt, das ist natürlich ein sehr wichtiges Detail und zeigt aber auch, wie taktisch man da vorgehen muss. Ne? Also selbst wenn du dich irgendwie wohlfühlst in der Runde und vielleicht irgendwie so einen Adrenalinschub bekommst, obwohl Alonso ist natürlich Profi genug, dem passiert das nicht, dann kann man sich da echt in die Nesseln setzen. Aber das muss man jetzt nicht befürchten. Ich wollte ganz kurz, bevor wir dann zu Red Bull kommen, auf das Schwesternteam zu sprechen kommen, Alpha Tauri und Yuki Tsunoda. Da war Dr. Marco nach dem Qualifying bei Sky sehr, sehr fröhlich, dass Yuki die Leistung gebracht hat, weil er natürlich dafür gesorgt hat, dass vier Honda-Motoren in den Top 10 sind in Austin. Also auch eine gute Leistung. Grundsätzlich sehr erfreulich, aber natürlich im Fall von Tsunoda ein bisschen teuer erkauft mit dem Soft. Ja. Also die Qualifying-Leistung, das war anständig, aber auch nicht sehr viel mehr, denn zu Gasly war da schon ein bisschen Abstand da. Schauen wir mal, in Q2 war es Gasly 1,34,6 und Tsunoda 1,35,1, also da ist schon Abstand dazwischen. Aber der Soft ist natürlich auf dieser Strecke, wo es morgen möglicherweise auch wieder relativ warm wird, wo die Reifen sicher sehr schnell abbauen werden, wo ein Toto Wolff, wie du vorhin schon gesagt hast, sogar von bis zu 3 Boxenstopps spricht, ist ein Start auf dem Soft natürlich nicht ideal. Es sei denn, man kann die anderen 2 Stints, wenn man wirklich eine Mehrstopp-Strategie fährt, ein bisschen stretchen und sowieso nur einen ganz kurzen Stint am Anfang, von da muss es gar nicht so schlimm sein. Aber es ist potenziell schon eher ein Nachteil. Also würde ich es mir als Teamchef oder Chefstratege aussuchen können, würde ich tatsächlich im Fall von Tsunoda und Ocon eher den 11. Platz nehmen und auf dem Medium starten als den 10. auf Soft. Ja, Carlos Sainz auch auf Soft, da können wir dann gleich noch drüber sprechen, wenn wir zu Ferrari gegen McLaren kommen und starten jetzt mal durch mit Red Bull Racing und etwas, was vor dem Qualifying passiert ist, nach dem 3. freien Training. Ja, was haben Sie genau festgestellt? War es ein Riss am Heckflügel oder was war das genau? Also erstmal war gar nicht klar, was das eigentlich war, sondern uns ist nur aufgefallen, dass relativ große Hektik geherrscht hat, wirklich wenige Minuten vor Beginn des ersten Qualifyings. Man hat gesehen, dass die irgendwas am Heckflügel machen und man hat den wohl verstärkt, hat da mit Kleber gearbeitet oder wie auch immer. Im Nachhinein dann wurde die Situation aufgeklärt, also es wurde auch tatsächlich an beiden Autos gearbeitet, aber Helmut Marko hat dann gesagt in einem Interview, ich glaube es war bei Sky oder bei ORF, da bin ich mir zum ehrlich zu sein gar nicht sicher, dass man einfach nicht so viele Ersatzteile dabei hatte. Deswegen musste man das entsprechend adaptieren, so erwörtlich, sodass wir davon ausgehen, dass es keine Probleme geben sollte. So, wobei gibt es denn jetzt überhaupt keine Probleme? Das hat Christian Horner in einem Interview bei Sky UK dann aufgeklärt. Er sagt nämlich, ich weiß nicht, ob Max vielleicht irgendwas getroffen hat, weil da ein ziemlich großer Riss im Heckflügel war. Nur bei seinem Auto, aber man hat es dann trotzdem beim anderen auch verstärkt. Und man hat sich tatsächlich dafür eine Ausnahmegenehmigung von der FIA gehört. Denn normalerweise kannst du ja unter Parkfermierbedingungen dann nichts mehr machen. Heute Abend wird man sich das nochmal genauer anschauen, nach dem Qualifying, was da los ist. So wie es kommuniziert wird, kein Grund zur Sorge, aber nochmal ein Moment der Hektik kurz vor Beginn des Qualifyings. Ist Red Bull jetzt so stark geworden oder ist Mercedes so schwach geworden am Samstag? Also das hat mich echt überrascht, dass es da den kompletten Turnaround gegeben hat für Red Bull Racing. Und Christian Horner hat es bei Sky UK erwähnt, Sebastian Buemi, der Test- und Entwicklungsfahrer, war die ganze Nacht im Simulator und hat wohl maßgeblich daran mitgearbeitet, dass man dieses Loch stopfen konnte. Das war ja überhaupt nicht vorherzusehen und Max Verstappen wirkte auf mich, also happy, aber auch so ein Stück überrascht, dass das doch so gut geklappt hat. Sehr viele waren tatsächlich überrascht, wobei, wenn wir uns zurückerinnern, schon am Freitagnachmittag war der Abstand deutlich knapper als am Freitagmorgen. Da war ja wirklich eine Sekunde zwischen dem Mercedes und dem Red Bull. Und ich fand heute die Erklärungsansätze einerseits von Helmut Marko, andererseits aber auch von Toto Wolff ganz interessant. Helmut Marko hat nämlich gesagt, wörtliches Zitat, unser Auto ist sicherlich schwieriger abzustimmen als vielleicht der Mercedes. Die kommen her und sind auf Anhieb schnell, aber wir wussten um das Potenzial, wir müssen es nur abrufen.
Das heißt, die glauben bei Red Bull, man braucht da einfach ein bisschen länger, um diesen berühmten Sweet Spot zu finden, wohingegen Mercedes einfach schon wirklich mit einer sehr gesunden Basis reingestartet ist ins Wochenende und dann, Zitat Toto Wolff, haben wir es übers Wochenende hergegeben. Wir haben ein richtig starkes Auto gehabt am Freitag und sind jetzt nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen und dann gibt es halt so ein Ergebnis. Es ist alles ein Setup-Thema und wie man die Reifen im richtigen Fenster hat und die hatten wir entweder im ersten Sektor oder im letzten im richtigen Fenster, aber nie gleichzeitig. Das heißt, es ist tatsächlich Setup-Geschichte, Kevin, wenn wir uns zurückerinnern an unseren Livestream am Donnerstag, da haben wir genau das gesagt, aufbauend auf das, was Kimi, der Kater, das Orakel schon prognostiziert hat, dass das richtig eng wird, dass es genau diese kleinen Nuancen sein werden, die dieses Wochenende entscheiden. Sprich, hast du die Reifen in der richtigen Temperatur, auch über die gesamte Runde oder nicht, kriegst du das Setup richtig hin? Das sind genau die Dinge, die jetzt diese WM entscheiden werden möglicherweise. Und eine Aussage fand ich auch noch spannend, die Lewis Hamilton in der Top-3-Pressekonferenz gemacht hat, eher beiläufig übrigens. Er meinte nämlich, dass man am Freitagmittag und im Laufe dann des ganzen Wochenendes auch ziemlich viel am Auto geändert hat. Und da frage ich mich, leider hatten wir nicht die Gelegenheit, mit ihm dann nochmal drüber zu sprechen, in aller Ruhe hinterher, da frage ich mich, ob Mercedes sich vielleicht da ein bisschen vergaloppiert hat und warum man überhaupt trotz dieser offensichtlich kerngesunden Ausgangsbasis angefangen hat, irgendwelche Experimente zu machen. Das wissen die wahrscheinlich nur selbst und da hat sich Mercedes wohl tatsächlich ein bisschen verirrt. Und besonders bitter in meinen Augen, dass Hamilton auf dem zweiten Startplatz steht, denn das ist in Austin die Linie mit weniger Grip. Das heißt, möglicherweise die geraden Startplätze wären für Lewis Hamilton sogar besser gewesen, aber darüber können wir nur spekulieren. Du kannst natürlich auch, haben wir schon oft gesehen, mit ein bisschen weniger Grip auf dem Startplatz trotzdem einen ganz hervorragenden Start machen. Aber es ist sicher kein Vorteil, dass er Zweiter ist und nicht Erster oder Dritter. Ja, ich sage ja nur Austin 2015, ne? Da war Nico auf 1 und Lewis auf 2. Weißt du, Kevin, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, also ich erinnere mich noch an Capgate, da waren solche Details nicht mehr. Ich habe es nämlich gerade noch angeguckt hier, um auch sicher zu gehen, dass das genau der Fall ist. Und da hat Lewis, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Nochmal zu Mercedes. Kann es sein, dass es ein Hitzeproblem gibt? Weil morgen wird es ja nochmal heiß. Dass die Reifen und Mercedes und Hitze mal wieder nicht irgendwie, also ist ja schon öfter vorgekommen, dass wenn es zu heiß wurde, Mercedes Probleme hatte, die Reifen auf ein Grip-Niveau zu bekommen, was dem Auto geschmeckt hat. Und es könnte dann tatsächlich auch morgen Vorteil für Red Bull sein. Also in diesem Wochenende ist es definitiv so, bisher zumindest. Ich wäre allerdings vorsichtig draus, weil wir einfach gesehen haben, diese Muster aus der Vergangenheit gelten dieses Jahr nicht mehr, jetzt den Schluss draus zu ziehen, dass Hitze automatisch schlecht ist für Mercedes. Ja, es gibt gerade, wenn es um die Reifen geht, ja auch manchmal ganz kuriose Situationen, dass plötzlich mehr Temperatur, haben wir bei Ferrari zum Beispiel dieses Jahr schon erlebt, dass plötzlich mehr Temperatur auch für ein reifenfressendes Auto oder für ein vermeintlich reifenfressendes Auto hilfreich sein kann, weil plötzlich die Interaktion zwischen dieser oberen Schicht auf der Lauffläche und der Asphaltkörnung perfekt passt und du nicht mehr rutscht und dadurch natürlich auch weniger Reifenverschleiß hast. Das ist sehr komplex und wirklich eine Frage von diesem berühmten Fenster. 3 Grad weniger können gut sein für Mercedes, 7 Grad weniger können gut sein für Red Bull und 11 Grad weniger können wieder gut sein für Mercedes. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist tatsächlich so. Die Ingenieure können das auch selbst nicht wirklich genau vorhersehen. Aber es ist definitiv ein Reifenthema und tatsächlich glaube ich auch und Indiz dafür ja auch, dass Toto Wolff sagt, er hält 2 bis 3 Stops für möglich, dass die schon eher bisher an diesem Wochenende zumindest ein Verschleißproblem haben und da scheint mir Red Bull tatsächlich besser aufgestellt zu sein. Gleichwohl ich immer noch einen Kommentar von Sergio Perez vom Freitag im Hinterkopf habe, der auch gesagt hat, wir haben mehr Verschleiß, als uns lieb ist. Also auch da, ich würde mich nicht auf eine Prognose festlegen, weil es, glaube ich, einfach zu schwierig ist. Tja, und lass uns doch mal über Sergio Perez sprechen und über die Rolle der Wingman am morgigen Sonntag oder heutigen Sonntag in dem Fall. Sergio Perez hat sich schwer getan, fand ich, in Q1 und Q2. In Q3 war dann plötzlich da und hatte zwischenzeitlich auch die Bestzeit, aber die Pole konnte... Unser Riesenjubel, mega Moment, oder? Ja, absolut. Ich fand das also sowieso faszinierend, dass doch sehr viel Jubel für Max Verstappen da war. Also es war schon auch ein signifikanter Jubel für Lewis Hamilton. Als Verstappen kam, war es noch mehr. Und als Perez kam, gingen sie völlig ab. Aber ist ja auch klar, es ist ja in gewisser Weise fast ein Heimrennen für ihn auch. Texas und Mexiko, das ist nicht weit auseinander weg.
Du, ich bin Österreicher, Kevin. Wir haben andere Dimensionen von Distanzen. Trotzdem, deine Distanz zur Pole Position war eigentlich gar nicht so groß. Warum hat das dann am Ende nicht geschafft? Ich habe die letzte und entscheidende Runde, also vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, nochmal kurz die Chronologie. Sergio Perez hat ja tatsächlich nach dem ersten von zwei Q3-Runs das Qualifying angeführt, fuhr Max Verstappen und Lewis Hamilton war da, ich habe den Abstand jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, es war irgendwas in der Größenordnung zwischen 3 und 4 Zehntel. Also Hamilton schien eigentlich schon abgeschrieben zu sein für die Pole Position. Ich habe das Qualifying heute im ORF verfolgt, da hat man sich auch schon festgelegt drauf gehabt, okay, es ist einer der zwei Red Bulls. Und ich habe mich bei uns in der Redaktion übrigens auch darauf festgelegt, okay, nee, Perez wird das nicht machen, denn einer meiner Kollegen meinte seit 2018, Daniel Ricciardo hat kein anderer Red Bull-Fahrer als Max Verstappen mehr eine Pole-Position erzielt, habe ich gesagt, das wird auch so bleiben, ich habe recht gehabt, auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte, um ehrlich zu sein. So, und dann gehen wir in diesen zweiten Run rein, und Lewis Hamilton fährt erstmal sensationelle Sektorzeiten und setzt sich dann tatsächlich hauchdünn an die Spitze, vorübergehend vor Perez und Verstappen, die beide noch auf ihrer schnellen Runde sind. Verstappen ist auf der Strecke ein bisschen vor Sergio Perez unterwegs und ich habe auf diesem berühmten Tracking-Monitor, den wir haben, wo man auch alle Minisektoren ganz genau verfolgen kann und die Zwischenzeiten wirklich alle 3-4 Sekunden aktualisiert sieht, also nicht nur diese Halbminuten-Sektoren, sondern sehr viel kleiner aufgeschlüsselt. Und da konnte man sehen, dass Perez noch bei 1 Minute 05 Rundenzeit ungefähr wirklich nur ein paar Tausendstel hinter Max Verstappen war. Und dann erst auf den wirklich letzten Sekunden im allerletzten Sektor, es war der erste Minisektor des letzten Sektors, wo er dann plötzlich 2 Zehntelsekunden Rückstand ausgefasst hat. Das war eigentlich, so habe ich auf dem Monitor gesehen, eher Ausgang Kurve 11 beziehungsweise einfach Kurve 12. Er selbst hat es dann aber in der Pressekonferenz ein bisschen anders berichtet. Vielleicht habe ich auch nicht ganz genau oder schnell genug gesehen auf dem Monitor. Er selbst meinte, er hat in Kurve 13 und Kurve 15 ein bisschen Zeit verloren, einfach weil er das Gefühl hatte, dass da wenig Grip ist. Für die, die es nicht gesehen haben, muss man jetzt dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hat es zu regnen begonnen in Austin. Erstmal nur ganz leicht, dann ein bisschen stärker. Natürlich war es so, dadurch, dass Hamilton vor den beiden Red Bulls auf der Strecke war, dass er einen leichten Vorteil hatte, einfach weil es ein paar Sekunden weniger Regen auf der Strecke hatte bei ihm. Allerdings glaube ich, dieser Regen war so schwach, dass der nicht wirklich Einfluss gehabt hat. Und Perez hat dann auch so ein bisschen zugegeben, dass es vielleicht auch eher nur das fehlende Selbstbewusstsein war, nicht voll zu riskieren, weil er eben wusste, okay, es regnet da jetzt, obwohl er eigentlich hätte können. Also das waren die kleinen Nuancen, die heute den Unterschied und den Ausschlag gegen Sergio Perez gemacht haben, aber man kann es trotzdem auch positiv bewerten, denn er war wirklich zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt. In Imola stand er ja schon mal in der ersten Reihe, war da aber so ein bisschen, hatte das den Anmut eines Zufallstreffers. Heute hingegen war er wirklich richtig konkurrenzfähig, als es darauf ankam, nämlich in 2 Runden und nicht nur auf der ersten. Am Ende hat es knapp nicht geklappt, aber das war richtig, richtig stark. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Knoten vielleicht tatsächlich geplatzt ist. Morgen könnte er eine wichtige Rolle übernehmen, Christian, denn der Wingman von Mercedes ist weiter weg. Valtteri Bottas startet nur von 9. Da auch, ja, wenn man gut überholen kann, auch er hat Fahrer vor sich, die man nicht so leicht überholen wird. Also wirklich da auch absolut Vorteil Red Bull morgen. Absolut, danach sieht's aus, denn vom 9. Platz aus und Bottas hat schon quasi vorbeugend gesagt, dass das Überholen seiner Meinung nach nicht so leicht wird. Also er ist definitiv in der schlechteren Position. Nach vorne hat ihm auch einiges gefehlt. Sein Rückstand auf Sergio Perez war mehr als 3 Zehntelsekunden. Ich sage das deswegen dazu, weil Bottas nach dem Qualifying auch meinte, ihm sind im letzten Sektor 1-2 kleine Fahrfehler unterlaufen, aber die 3 Zehntel, die hat er meiner Meinung nach nicht geholt. Also für die Position hat es letztendlich keinen Unterschied gemacht. Er rückt jetzt zurück auf Platz 9 und das ist besonders bitter, weil er jetzt beide Ferraris und beide McLaren vor sich hat, die wirklich sehr konkurrenzfähig waren, zu denen kommen wir dann ja auch gleich noch. Da schien es zwischendurch so, als sei da ein bisschen mehr drin sogar. Wird nicht leicht für Valtteri Bottas und vor allem tue ich mir sehr schwer daran zu glauben, dass er wirklich in die Rennstrategie eingreifen kann. Das wird Perez viel eher können als er. Bei Mercedes hofft man natürlich dann irgendwo auch auf McLaren, die hoffentlich gut starten werden. Und damit kommen wir zu unserem Punkt Ferrari versus McLaren. Der Kampf um Platz 3 in der Konstrukteurswertung ist auch maximal entbrannt. Und 2 Ferraris vor 2 McLaren, kein Split, nichts. Also da kann man, glaube ich, heute mal sagen,
gestern war bei McLaren so ein bisschen positivere Grundstimmung. Heute kann man durchaus auch sagen, ist eher unzufriedenstellend, nicht zumindest einen der Ferraris geschlagen zu haben. Absolut, denn zwischendurch sahen die richtig, richtig stark aus. Und vor allem sahen beide richtig stark aus. Daniel Ricciardo, erinnere ich mich, hat sogar mal die 1 aufgeschieden. Zwischendurch in dieser Session im ersten Qualifying war Ricciardo 4., Norris 5., im zweiten dann, kann man die Ergebnisliste laden, Norris 3., Ricciardo ein bisschen, oder nicht, wo war Ricciardo denn? Ach, 9., schon ein bisschen weiter hinten und letztendlich dann die beiden hinter den Ferraris von beiden Ferraris geschlagen. Ich glaube, die hatten sich tatsächlich mehr ausgerechnet. Im Nachhinein bei der Analyse, ich konnte mit beiden Fahrern und mit Andy Seidel auch in einer Media-Session sprechen, konnte man sich zumindest erklären. Und das ist das Gute dran. Lando Norris hat nämlich gesagt, im ersten und zweiten Sektor seiner entscheidenden schnellen Runde war er eigentlich noch super unterwegs. Aber dann hat er in den letzten beiden Kurven ein bisschen zu viel gewollt. Und die vorletzte Kurve, diese berühmte Kurve 19, Kevin, die war heute insofern signifikant, als da wegen der Track-Limits immer wieder Rundenzeiten gestrichen wurden. Und wenn du da natürlich Gefahr läufst, irgendwie rauszurutschen oder so, dann kostet es dich das vielleicht ein bisschen mehr, als könntest du einfach auf dem Gas bleiben. Norris war da auch sehr selbstkritisch mit sich. Er hat gesagt, wörtlich, die Reifen haben da schon ein bisschen nachgelassen und ich habe genau das Gegenteil von dem gemacht, was ich eigentlich tun hätte sollen. Ich wäre besser beraten gewesen, da konservativer zu fahren und da habe ich 2 Zehntel verloren. Jetzt schauen wir mal rein, das habe ich bisher noch nicht gemacht, ins Ergebnis, wo er ohne 2 Zehntel oder mit 2 Zehntel weniger gewesen wäre. Da ist er dann bei 33,6 und tatsächlich auf Platz 5 in der Region von Charles Leclerc. Also ausnahmsweise muss man mal sagen, Lando Norris hat es heute selbst verkackt. Ich sage es jetzt trotzdem so, weil ich habe ein anderes Wort gesucht, aber mir ist ganz einfallen auf die Stelle. Ja, Daniel Ricciardo hat ihn geschlagen. Ist natürlich auch ein gutes Zeichen für den Australier, der heute den Dale Earnhardt NASCAR fahren durfte. Sehr, sehr coole Szenen. Kann ich euch nur empfehlen, da mal auf dem Twitter-Kanal von Formel 1 oder YouTube mal vorbeizuschauen, nachdem ihr mit diesem Video fertig seid. Vorher natürlich nicht. Und wenn ihr wollt, abonniert den Kanal auf jeden Fall und haut auf die Glocke. Dann verpasst ihr weder einen Stream noch einen Audio-Stream, noch andere tolle Videos rund um die Formel 1 und ihr seid immer up to date, wenn es was Neues auf unserem Kanal gibt. Und übrigens, ja. Kevin, darf ich einen kurzen Einschub machen? Wenn jemand aus Wut und Ärger über die letzten beiden pannenbehafteten Livestreams unsere blauen T-Shirts verbrennen möchte, die könnt ihr bei Motorsport Collection bestellen. Falls euch die gefallen, den Link habt ihr in der Videobeschreibung. Gefallen tut mir auch die Leistung von Ferrari, Christian. Und wir erinnern uns ja alle mal zurück an unsere Wette. Ne? Also wir haben ja da eine kleine Wette am Laufen, Christian. Die können wir vielleicht mal bei Starting Grid ein bisschen aktualisieren, wie es da aussieht. Auf jeden Fall haben wir die Konstrukteursweltmeisterschaft getippt. Und ich habe ja ganz mutig Ferrari auf Platz 3 getippt. Und du hast mich ausgelacht quasi. Aber so wie die zurzeit drauf sind und beide Ferrari schlagen Mercedes-Motoren auf einer Powerstrecke wie Austin. Das ist ein brutal starkes Zeichen. Jetzt natürlich nur die Frage, können sie es erstens ins Ziel bringen morgen und können sie vielleicht sogar, wenn alles gut läuft, noch ein bisschen weiter vorne angreifen? Weiter vorne wird, denke ich, schwierig, weil der Abstand zu Verstappen, Perez und Hamilton einfach ein bisschen zu groß war. Also ich würde die schon so im Best-of-the-Rest-Paket sehen. Bottas ist die Frage, ob sie den halten können oder nicht. Da tue ich mir schwer mit einer Prognose. Das halte ich aber für nicht ganz ausgeschlossen. Aber es ist sehr beeindruckend, Kevin, und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen überrascht davon, was Ferrari seit einigen Wochen schon fabriziert. Also spätestens seit sie dieses Motoren-Update haben, geht da richtig was vorwärts. Und jetzt sind es auch keine Zufallstreffer mehr und keine unkonstanten Geschichten, sondern das ist wirklich eine schön nach oben verlaufende Kurve. Manche Wochenenden sind ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Aber man kann schon wirklich sagen, dass sich sowohl McLaren als auch Ferrari wirklich sehr gut konsolidiert haben und dass das bei Ferrari zumindest für mich deutlich überraschender war. Eins muss man noch dazu sagen zur heutigen Performance. Charles Leclerc ja am Ende vor Carlos Sainz. Das entspricht auch nicht dem Trainingsverlauf. Carlos Sainz ist auch so eine Überraschung, die ich nicht so richtig auf dem Zettel hatte in dieser Saison, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber der war auch eigentlich, hat er das ganze Wochenende den stärkeren Eindruck hinterlassen. Als Leclerc, als es darauf ankam, lag
Lage dann hinter ihm. Und vor allem hat er ein großes Problem im Hinblick auf morgen, nämlich auch er muss mit dem Soft starten. Ferrari ist nämlich mit Opposite Strategies in dieses Qualifying gegangen. Leclerc hat zuerst den Medium, dann den Soft aufgezogen. Sainz hat es umgekehrt gemacht und bei Sainz war die Medium-Runde dann hinterher nicht schneller. Deswegen muss er auf dem Soft jetzt starten. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen Klotz am Bein. Und sicher kein Vorteil und hat er auch selbst betont. Besonders schade, weil, wie gesagt, die Performance eigentlich extrem stark war. Ich bin sehr gespannt. Carlos Sainz startet auf den roten Reifen. Das ist natürlich ein kleines Handicap für ihn. Andererseits, ich habe das Gefühl, dass der Ferrari aktuell ganz gut klarkommt, auch mit Reifen. Also da haben wir morgen richtiges Auge drauf und werden da im Stream morgen Abend, wie auch immer er dann aussehen wird, wir hoffen natürlich mit Video, dann darauf eingehen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende, Chris. Ja, bitte? Ja, du hörst schon, wenn ich ausatme, mich zu unterbrechen inzwischen. Richtig, ist schon richtig. weißt du, wenn es vielleicht tatsächlich ein Dreistopp-Rennen wird, dann muss das nicht mal ein Nachteil sein, dass du auf dem Soft startest. Wenn es eher Richtung 1 bis 2 Stopp geht, dann ist es wahrscheinlich schon ein Nachteil. Aber wenn du 3 Stopp fährst, dann kann es vielleicht sogar ein Vorteil sein, wenn du sagst, du legst einen Sprint hin, gewinnst vielleicht mit dem weicheren Reifen am Start 1 bis 2 Positionen. Also das ist ein bisschen offen, aber meistens ist es halt doch so, dass am Ende, wenn 2 bis 3 Stopps prognostiziert werden, wir bei 1 bis 2 landen. Also, aber das ist ein bisschen offen. Ja. Aber wenn, dann eher Sainz als Tsunoda, der dann weiter vorne was machen kann damit. Also ich glaube, bei Sainz, eindeutig. Ich habe das Gefühl, bei Sainz ist da ein Plan hinter. Also bei Tsunoda war es halt, man wollte ihn, glaube ich, durchboxen und bei Sainz, ich habe das Gefühl, dass Ferrari da schon was versuchen möchte. Und das war tatsächlich ein Unfall. Das hat Sainz nach dem Qualifying auch gesagt. Also jawohl, ihm wäre der Medium lieber gewesen. Ja, okay. Aber ich habe Vertrauen in Ferrari aktuell, dass es morgen sehr, sehr spannend wird zwischen denen und McLaren. Und vorne wird es extrem spannend, Christian. Und jetzt muss ich dich auf einen Tipp festlegen. Aber ich erinnere dich nochmal. Austin 2015. Rosberg startet von Pole. Sie fahren nebeneinander den Berg hoch. Hamilton lässt Rosberg schön außen verhungern, also geht innen rein, lässt ein bisschen weiter das Lenkrad auf, Rosberg verhungert außen, Hamilton kommt vorbei. Geschichte kann sich wiederholen. Ich sage nicht, dass sie sich berühren, aber ich sage, es ist der Signature-Move von Lewis Hamilton. Ich sage es euch. Jetzt habe ich die Situation wieder genau vor Augen. Also es ist der Move. Es ist der Move von Lewis Hamilton und der wird kommen. Ich bin 100% davon überzeugt, dass er kommen wird und deswegen wird Lewis Hamilton das Rennen gewinnen? Ich glaube, Lewis Hamilton wird das Rennen gewinnen. Ich kann es mir auch gut vorstellen. Christian Horner hat eine interessante Formulierung verwendet heute für das, was er vom Start erwartet, ohne dass man die wirklich ins Deutsche übersetzen kann. Er hat gesagt, er rechnet mit einem Grandstand-Start, also mit einem Start, wo quasi die Leute auf den Tribünen aufstehen, weil es dich so vom Hocker reißt. So kann man das am ehesten, glaube ich, ins Deutsche übertragen. Also toll. Ich habe ja auch schon am Donnerstag haben wir darüber gesprochen, dass die beiden endlich wieder, nachdem sie jetzt durch Strafen auseinandergerissen waren, wirklich Rad an Rad fahren und es geht unmittelbar mit beiden in der ersten Reihe los. Austin, die erste Kurve, ja, finde ich deswegen auch so klasse, weil du da relativ viel Platz hast, aber der Breitenradius, wie sagt man das, ein bisschen ungewöhnlich ist. Erstens hast du mal den Hügel hoch, du siehst da nicht so gut rum, relativ viel Platz, aber der ist trügerisch, weil die Kurve dann ein bisschen zumacht. Also hat in der Vergangenheit nicht nur 2015 immer wieder für schöne Starts und auch sonst Überholmanöver gesorgt. Toll, ich freue mich drauf. Keinen Dunst, wer das Rennen morgen gewinnen wird. Würde ich Geld setzen müssen, würde ich auch auf Lewis Hamilton tippen, obwohl ich glaube, dass Red Bull einen leichten Performance-Vorteil hat. Aber Kevin, ich bin da ganz bei dir. Ich kann mir auch vorstellen, dass Lewis Hamilton einfach ein bisschen abgebrühter dann sein wird. Gerade Austin und Hamilton, das passt einfach irgendwie. Also, was wir nicht, also ich möchte, also wenn sie sich berühren, möchte ich, dass sie beide ausscheiden. Muss ich ganz ehrlich sagen, dann soll es wieder Kapital sein, dann reden wir morgen wieder über alles Wilde, was da so passiert. Irgendwie will ich ungern, dass wenn sie sich berühren und einer ausscheidet, das will ich nicht, aber wie gesagt, ich glaube, dass sie sich nicht berühren werden, aber wir den Hamilton Signature Move sehen. Glaubt ihr das auch? Dann schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eure Tipps für den Rennsieger in die Kommentare und dann bin ich gespannt darauf, wen ihr euch da aussucht. Wir werden sicherlich auch eine Umfrage im Community-Tab machen, wo ihr dann einfach nur klicken müsst, wen ihr denn glaubt, wer das Rennen gewinnt. Und dann sehen, hören wir uns auf eine Weise schon heute Abend beziehungsweise in der Nacht
Also es wird wieder ein bisschen später mit dem Livestream nach dem großen Preis der USA. 21 Uhr ist Rennstart. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Schaut auf formel1.de vorbei. Im Paddock-Ticker kriegt ihr alle Informationen, wenn irgendwas passiert. Wir sind hautnah dran und wir nehmen euch mit auf formel1.de. Bis morgen und tschüss.